Willkommen zurück hier in Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir Sachen gemacht und heute machen wir weitere Sachen hier. Unsere zwei Ganoven, unsere zwei Mitschüler haben Renka so ziemlich hype gemacht auf einen weiteren Mystery Dungeon. Und nun sollten wir den, wie es ausschaut, durchschreiten, um unseren Mut zu beweisen. Ja, shit is getting real hier in dieser Story. Naja, das ist der Ort, von dem du da geredet hast. Das Rotomurf-Bergwerk. Rotomurf. Irgendwie die Vorstufen von gewissen Pokémon habe ich mir noch nicht so eingeprägt. Rotomurf. Okay. Genau. Dieser Mine arbeitet eine Gruppe Rotomurf. Das Bergwerk ist außerdem ein mysteriöser Dungeon. Irgendwo dort drin teilt sich der Weg in zwei Tunnel. Der rechte Tunnel führt in stinknormale Mine. Aber beim linken Tunnel ist der Durchgang verboten. Ich will, dass ihr mir ein paar rote Steine aus dem linken verbotenen Tunnel bringt. Klingt ganz schön kompliziert, aber ich glaube, ich habe verstanden. Es soll dir also nur... Er soll dir also nur ein paar rote Steine bringen, richtig? Bingo. Wenn sie wieder schafft, hat er in meinen Augen echten Mumm bewiesen. Ich habe das übrigens schon längst geschafft. Für mich ist das alles Bipifax. Wow, ohne Witz. Dann musst du ganz schön was drauf haben. Tja, das kannst du laut sagen. Alles stunken und erlogen. Wenn die wüssten, was ihren Freund da drinnen erwartet. Nur eine Frage. Was erwartet ihn in diesem verbotenen Tunnel eigentlich? Was? Soll ich das wirklich verraten? Du hast recht. Sag nichts. Nee. Es ist viel spannender für Sebi, wenn er das selbst herausfindet, ja? Kluge Entscheidung. Das war knapp. Also gut, Sebi, lass uns gehen. Legen wir uns so richtig ins Zeug. Moment mal, du, wer hat gesagt, dass ihr zusammengehen dürft? Moment, Pam, kann ich mal kurz mit dir reden? Was ist denn los? Das ist die Gelegenheit. So können wir uns Renka die kleine Nervensäge gleich mit vom Hals lassen. Verstehe. Gute Idee. Alles klar. Ihr könnt zusammengehen. Bringt uns ein paar rote Steine. Sieht so aus, als müsste der ganz, ganz tolle Ort noch ein bisschen warten. Komm, gehen wir. Hallo. Hä? Hoppla. Wo wollt ihr zwei denn hin? Ins Bergwerk. Du bist doch diese ungezogene Kleine aus dem Dorf. Wir graben da drin nach Mineralien. Kinder, du drin strengst, was er sagt. Ach so, entschuldigt bitte. Tja, Sebi, da müssen wir uns eben irgendwie an ihnen vorbeischleichen. Sie wollen sich ja an uns vorbeischleichen? Die Kleine weiß schon, dass wir gerade alles mitgehört haben, oder? Das ist ja unerhört. Keine Panik. Wir sorgen dafür, dass ihr nichts mitkriegt. So lächerlich. Wenn wir an euch vorbeischleichen. Ja, was? Wir müssen übrigens nicht sofort los, wenn du noch nicht bereit bist. Dieser Weg hier führt direkt zum Dorfplatz zurück. Wenn du dich erstmal mit Items eindecken willst, ist das also gar kein großes Problem. Wie sieht's aus, Sebi? Bist du bereit, mit mir ins Bergwerk unsicher zu machen und zu gehen und unsicher zu machen? Ah, ich kann nicht lesen, aber egal. Dann möchte ich noch meine Items verstauen. In Ordnung, dann machen wir erstmal einen kurzen Abstecher zum Dorfplatz. Und die Rotomurf, die sind jetzt ja auf Alarm eingestellt, ne? Deswegen gehen wir jetzt mal und dann kommen wir wieder. So schaut's aus. Ablegen. Wir brauchen da ja nicht alles. Muss man da jedes einzelne Item? Kann man da nicht mehrere Einzelauswahl? Ach so, gut.
Fragebögen verbrannt werden wir hier wohl wahrscheinlich nicht. Ja komm, das brauchen wir nicht. So. Ja, euer Star vielleicht. Plosivsamen, wer weiß, wer weiß. Ja, ja, ja. Gut, so viel Beleber haben wir. Gut. Ich denke mal, das sollte eigentlich reichen, ne? Abliegen, yes. Gut. Gut, gut, gut. Ja, damit lässt sich eigentlich arbeiten, ne? Hallo, ihr zwei. Du machst ein Haar rote Steine. Ja. Ach, Mann. Diese Story, ne? Aber wir scheinen wirklich ein kleines Kind noch zu sein. Weil sonst würden wir nicht drauf reinfallen auf das Ganze hier. Hallo? Die wollen doch nicht etwa das Bergwerk betreten, oder? Aber wenn doch, müssen wir sie aufhalten. Na, also. Hm? Ups. Was ist mit denen los? Ach, was soll's? What the fuck? gut. Attacken-Einstellungen. Hier werden wahrscheinlich Boden-Pokémon auf uns warten. Ne? Das wäre dann natürlich nicht so geil. Ja. Naja. Sperren. Ich würde sagen eher Elektroball. Ich würde sagen... Na, du lass mal so. Dann möchte ich mal schauen, was du so denn anstellen willst hier von alleine. Gut, dann gehen wir. Ein Dragosso. Ja, ja, ja. Kann ziemlich schwierig werden hier mit dann Feuer-Pokémon oder Elektro-Pokémon, ne? Ach ja. Moin. Ein kleines Feu-Feu-Viech. So. Du wirst aber jetzt vernichtet werden. Ha! Genau, hilf mir! Schrei die ganze Zeit herum wie ein Bekloppter. So. Silberblick. Ist mir egal. Stirb. Dankeschön. Was hast du jetzt gerade eingesetzt? Egal. Oder kann man raufscrollen? Hast du Ruckzuckhieb gehabt? Mogelhieb. Okay. Hättest auch früher einsetzen können. Egal. Gut. Da waren wir aber noch nicht. Aber wir haben uns geheilt. Nein! Voll reingerannt. Gut, dann würde ich sagen, du hilfst mir hier jetzt ein bisschen. Alter, warum zieht das so viel ab? Yes. Oh, come on. So. Ah, Renker. Renker, so. Ich darf nicht Trinker sagen. Du sollst mit mir kommen. Das ist nämlich ziemlich doof. Warum wurde sie jetzt nicht geheilt? Komisch. Okay. Alles komisch hier. Naja, dann fighten wir. Und du hilfst mir dort hinten, okay? Gut, Rutenschlag kannst du von mir aus machen, ist mir egal. Yes. Na gut, dann gehen wir einfach weiter. Ja, ja, ja. Dann schauen wir weiter und schreiten hier durch. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ach Männchen, aber ich möchte die Karte nicht einschalten. Gut, du schnappst dir das von alleine, wie es ausschaut. Ach nee, come on. Ah, da müssen wir fighten, weil so geht das nicht. Alter. Also. Du bist nervig, weißt du das? Oh mein Gott, shit. Und ich kann jetzt auch nicht wirklich ausweichen. Weil es immer noch angreifen kann, ne? Autsch, ja, 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 gib mir Ruhe. Stirb! Ach so. Ach so, so, so. Vielleicht können wir jetzt mehr reinhauen, ne? Na, jetzt sowieso nicht mehr. Naja.
Na gut, dann muss ich mir auch hier überlegen. Wie schon gesagt, ist ja eigentlich mein allererster. Das gefällt mir aber nicht, dass du so das Item anvisierst, weil was, wenn hier Pokémon auf uns warten? Naja, aber wie schon gesagt, mein allererstes Mystery Dungeon Let's Play hier. Ich denke mal, ich kann hier für die Dingsbums, für die Mystery Dungeons, kann ich mir Themen überlegen, die ich ansprechen kann währenddessen. Warum habe ich jetzt nicht getroffen mit Flammenwurf? Das gefällt mir nicht. Gut, gut, gut. Also kann ich eigentlich auch in Ruhe. Weißt du was? Nee. So. Und du kannst jetzt Strauchel einsetzen. Du kannst das jetzt gerne machen. Ich muss jetzt nur umstellen. Gut, gut, gut. Aber ich würde mal sagen, jetzt am Anfang möchte ich noch keine Themen ansprechen. Erst dann später. Gut. Ich denke mal. Wir brauchen mal Offensive hier. Gut, Pikachu. Renker, so heißt du, ne? Mach! Hallo! was soll das? Greifst du bei links an? Dankeschön. Warum? Es hält das noch aus? Warum zieht das so wenig ab? Komisch. Wie Renker hier einfach herumtanzt. Naja. Naja, naja. Wo war ich denn? Ich habe vorher irgendwas angesprochen. Was war denn das? Nee, komm. Gut, gut, gut. Och nee. Ja, ich weiß, was das ist. So. Warum bewegt sich keiner mehr? Och, come on. Ja. Danke, machst du auch alleine irgendwas, please? Was war das jetzt? Ach so, ich wurde geheilt. Interessant, interessant. Gut, gut, gut. Und sorry, falls ich mich jetzt ein bisschen zu sehr konzentriere auf das Spiel, aber ich muss mich hier auch mal konzentrieren auf das ganze Geschehen hier. Sonst kann das schnell in die Hose gehen. So, ich denke mal, das können wir jetzt mal einstellen mit... wo ist das mit Item? Automatisch Healing, so. Yep. Und... ja, ich heile dich jetzt einfach schon mal. Geben, das möchte ich dir geben. So. Ja. Na, was war jetzt? Egal. Oh, diese Pokémon sind nervig. Besonders hier die Kombi hier. Die Kombination gefällt mir nicht. Dankeschön, dass das andere Viecher mal näher kommt. So. Oh, warum zieht Tackle so wenig ab? Jetzt müssen wir aber aufpassen, ne? Das gibt's doch nicht, dass das jetzt schon so schnell eng wird. Kann ich essen? Mit KP? Ja, gut. Gut, gut, gut. Ja, dann fight ich einfach. Dann fight ich! Fighten, fighten, fighten! Ah, Tackle zieht so wenig ab, ey. Das ist voll doofig. Warum hat das jetzt gerade so reingezoomt? Egal. So, na, komm. Ja, das wollte ich. So. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Dort oben ist auf jeden Fall Money. Gut, gut, gut. Aber was ich mich auch frage, warum leert sich der Magen mehr, in dem Sinn, wenn ich dich wegschubs? Ist irgendwie irritierend. Naja, aber die Höhle hat auf jeden Fall was. Die Mine. Ja, komm. Die Mine, ne? Mhm. Gut. Gut, gut. Nee. Da kann ich nicht lang gehen, ne? So. Yes. Mit Elektroball kommt man hier wirklich sehr, sehr gut weiter. Also Pikachu, das kannst du öfters einsetzen, ne? Habe ich nichts dagegen. So. So viel Viecher, ey. So viel Viecher. Das gibt's doch nicht. Los, vernicht es! Alter. Beschützt.
Mitstreiter. Außerdem würde kein Schaden. Oh my goodness. Dass sowas überhaupt wahr werden kann. Hui, 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 hui. Leider nix hier. Leider nix hier. Nein. So. Wir müssen ja nicht immer gegen sie antreten. Achso, du bist ein Viech. Du bist ein Viech, wie es ausschaut. Aber vorher warst du hier nicht, oder? Ich gehe mal dahin. Oh, wie es dauernd trifft, dieses blöde Viech. Das ist schon leicht irritierend. Mann, ich wollte doch nach unten schauen. Oh. Aber Ranker hält doch ziemlich viel aus. Na, wo kann ich? So. Nee, darf ich mal darüber schauen? Dankeschön. Das wollte ich die ganze Zeit erreichen. So. Jetzt kommt das nächste Viech daher. Na gut. Das Knackleon kannst du selber besiegen. Aber das ist sehr effektiv und das zieht so wenig ab, ne? Ja, komm. Wir müssen uns sowieso heilen. Weil es wird knapp, wie es ausschaut. Warum triffst du nicht? Yes. Okay, jetzt. Es wird knapp. Neue Attacke. Glut. Ja, kann sehr, sehr gut sein. Glut kann gut sein. Ja, komm. Ich möchte das vergessen, ja. Ja. Guten Schlag brauche ich nicht wirklich. Nee, nee, nee. Alter, plus 2 überall, wie es ausschaut. Kommst du, please? Komm. Dankeschön. Der Magen, der macht mich ein bisschen Kira hier. Naja, so Kira auch wieder nicht. Jetzt muss ich mal die Karte anschauen. Ich fühle mich hier jetzt leicht verloren. So. Karte oben. Auch wenn das sehr, sehr nervig ist hier mit der Karte. Gut. Dann muss ich rechts lang gehen. Na, seht ihr, was ich da so nervig finde? Musste das wirklich sein? So. Und da sieht man jetzt nicht mal gescheit. Achso, das ist das eine Viech dort. Ja, dann sage ich mal so. Jetzt können wir beide... Es angreifen. Wo ist jetzt Glut? Auf B. Stirb! Genau so. Level 6. Ich habe jetzt schon umgelesen. 6 Punkte gestiegen in dem Sinne. Aber nope. Aber wirklich, schaut euch mal dort den unteren Bildschirm an. Das finde ich irgendwie voll unnötig. Ist zwar nett zu wissen und auch zu haben, so etwas. Aber die Karte ist doch viel nützlicher in den Dungeons. Das muss ich mir dann später nochmal anschauen. Ja. So. Gut, dann schreiten wir weiter durch. Oh my goodness, was ist hier los? Oh. Ich sollte dich nicht schubsen. Was? Wurde nicht erfasst. So. Jetzt können wir aber das Spada wieder angreifen, ne? Komm. Hast du keine AP mehr? Doch. Alter, warum zieht das überhaupt nichts ab? Das irritiert doch leicht dezent. Naja, aber es ist wenigstens Training hier. Langsam. Warum ist die Treppe jetzt so gelb? War die vorher schon gelb? Oder sind wir jetzt schon da? Komisch. Vielleicht zeigt dir eine gelbe Treppe an, dass es das Ende ist, ne? Da kommt wer. Bitte lass es keine Eindringlinge sein. Jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen, ja? Ja? Ey, schau mal, sie wieder drüben. Das ist die Stelle, an der sich der Weg gabelt. In der rechten Seite, Ecke, ist ein normaler Tunnel. Linke Seite, müssen wir hinein. Ja. Wir sollen links rote Steine, das musst du mir nicht nochmal sagen. Komm, Sebi, gehen wir! Hä? Moment mal, nicht so schnell. Die Kinder haben hier drin nichts verloren.
Ihr lauft außerdem direkt auf einen besonders gefährlichen Tunnel zu. Da dürft ihr nicht rein. Der Durchgang ist streng verboten. Ha, der Durchgang ist also tatsächlich verboten. Das wollte ich hören. Vielen Dank. Nicht zu danken. Moment mal. Ihr wollt doch nicht etwa... Doch. Wir knebeln und fesseln dich jetzt. Wie es ausschaut. Aber erst einmal da reinschauen. Na, vielleicht können wir ein bisschen Items mitnehmen. Ja, ein Apfel vielleicht, ne? Ein Apfel. Elixier brauchen wir eigentlich jetzt auch. Oder sind wir jetzt wieder heile? Das würde mich mal interessieren. Wie schaut es mit den Items aus? Okay, wir haben jetzt doch ziemlich viele Äpfel. Egal. So. Was läuft mit dir? Hä? Wollen die etwa in den Tunnel, bei dem der Durchgang verboten ist? Ja. Tschüss. Wir hätten auch rechts lang schauen können, ne? Der Durchgang ist verboten. Wollen die etwa da etwa durch, etwa? Ja. Wollt ihr da etwa durch, etwa da? Klar, warum nicht? Ja, warum nicht? Da fragst du noch. Im Dorf bist du für deine Abenteuer berühmt. Im negativen Sinn. Doch bitte, lass uns durch. Wir machen dir auch bestimmt keinen Ärger. Ehrenwort. Ganz sicher? Schau mir tief in die Augen. Sieht so eine Lügnerin aus? Ich weiß nicht. Super, wir verstehen uns. Los geht's, Sebi. Was? Die Kleine hat nur ganz orange. Na, was ist los? Ach, Mann. Ja, so viele Gegner hier. Nee. Ich misch das nicht. Na, der andere Gegner schläfelt. Schläfelt sogar. Nee, ich hab keinen Bock auf dich. Na, Geld wäre auch ziemlich nice. Aber egal. Egal, wir schreiten ja einfach durch. Ich wollte eigentlich möglichst viele Räume abklappern, aber irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, so schnell wie möglich, ne? So schnell wie möglich durch. Okay, alles wurde geheilt. Das ist doch nice hier. So, jetzt möchte ich auch mal Flammenwurf. War das jetzt Volltreffer? Wurde besiegt? Egal. Gut, hier, dieses Gewässer. Warum gibt es hier ein Gewässer? Das ist ja eigentlich sehr effektiv gegen alle anderen Pokémon. Können wir da die Pokémon auch in das Gewässer reinschubsen? Was ist mit dir, Pikachu? Was soll denn das? Ach, come on. Gut, dann setzen wir... Achso, wir können eh nicht weg hier. Flammenwurf! Oh, wurde nicht getroffen. Dann Glut! Oh mein Gott, das... Glut! Warum summt das so hinein? Ich weiß doch nicht. Das andere Pokémon hat, wie es ausschaut, auch absolut keinen Bock gehabt. Absolutely not. Gut. Nee, gehen wir links weiter. Alter. Ja, die Räume werden immer größer, ne? Immer größer. Nee. Ich möchte mich da nicht anlegen mit dem Viech. Da gehe ich jetzt lieber einen Umweg. Dann lassen wir das. Und ich sollte auf B drücken, ne? Weil, ne, wir müssen auch auf den Magen schauen. Das ist dann auch nicht so knorkerig hier. Ist sowieso eine Sackgasse, ne? Wir müssen denn sowieso jetzt da runter. Okay. Entweder links oder da rechts gibt es einen Weg. Ich denke mal links, ne? Da links muss man durch. Uns verfolgt der Pokémon. Na, das kann man leicht besiegen. Treffe ich dich eh nicht. Claude! Ach, come on. Und wieder so reingezoomt. Stirb! Yes, Erfahrungspunkte. Das gibt Erfahrungspunkte, ey. Ach, come on. Wirklich jetzt der letzte Ort. Ja, komm. So. Dann vernichten wir dich. Ja, wir vernichten dich. Der einzige Weg bleibt uns eh nur noch links. Alter. Pass doch auf, was du machst. So, Pikachu, du auch? Dich. Renker, so heißt du. Ich verrenke mir mein Genick dabei. Ach, das war so schlecht.
Auch für meine Verhältnisse, ne? So, können wir da irgendwie... Ach, come on. Überall die Viecher. Und ich finde es immer noch ekelhaft hier. Mit der Karte. Aber ihr seht ja, wie einfach das dann geht. Und ich treffe schon wieder nicht. Was soll denn das? So, Schneckmark lassen wir einfach liegen hier. Hä? Also da links ist auch noch was. Oh! Alter, das hat man in Mystery Dungeon doch leider zu oft, ne? Man geht alle Räume ab und findet dann letzten Endes nichts und dann muss man den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Okay, da ist wieder gelb. Heißt das? Ne, gelb. Gelb ist nichts Besonderes, wie es ausschaut. So, dann gehen wir zurück. Zurück nach unten, wollte ich eigentlich sagen. Und da können wir gleich weiter, ja. Sind wir schon da? Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Hier ist es zappenduster. Du bist eher ein Elektro-Pokémon, ne? Knurr. Hast du etwa Zunger, Sesi? Knurr. Ja, ein Magen knurrt normalerweise aber nicht so bedrohlich. Korrekt. Das ist kein Magen, den du da knurren hörst. Ah, erst knurrt dein Magen und jetzt fängt er auch noch an zu reden. Und ab, Sebi, ich wusste nicht, dass du Bauchredner bist. Hast du mir nicht so gehört? Das Knurren ist meine Stimme. Meine bedrohliche, knurrende Stimme. Ah. Ich bin Knaxel, ich bin der Herr dieses Bergwerks. Ihr seid in meinem Revier. Ihr seid ja nichts als ein paar törichte Kinder. Aber das ist mir völlig Schnuppe. Ich werde keine Gnade mit euch zeigen. Nicht mit schmutzigen Dieben wie euch, die es auf meinen Schatz abgesehen haben. Moment mal. Diebe? Wir? Wir sind doch keine Diebe, Ehrenwort. Ach ja, und was habt ihr denn hier zu suchen? Ja. Ach ja, die roten Steine. Wir sind hier, um ein paar rote Steine zu besorgen. Hast du hier in der Gegend zufällig welche gesehen? Rote Steine? Die roten Steine sind mein Schatz. Sie sind mein Ein und Alles. Was? Hab ich's doch gewusst. Ihr seid nichts als schmutzige Diebe. Aber... Das ist ein Job für die Rote Mur. Los, kommt raus und macht sie platt. Es ist Zeit, euer Versprechen einzulösen. Platt machen? Kämpfen gehört nicht wirklich zu unseren Stärken. Nichts für ungut. Okay. Diese Stille. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wer meinen Schatz klauen will, muss mit Konsequenzen rechnen. Das gilt auch für Kinder. Macht euch auf was gefasst. Oh mein Gott. Ach ja, ich sehe es jetzt schon. Das Spiel hat auf jeden Fall Humor. So, dann würde ich sagen, setz mal Heul ein. Heul doch. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Nee, das müssen wir hier. Aber interessante Musik hier. Pikachu, du sitzt jetzt... Jojojo, nice, nice, nice. Wie kann man jetzt sperren auf Y? Y und heulen, so. Wie oft kann man? Lässt den Gegner hinter den... Manchmal zurück. Achso, das ist eher ein normaler Angriff. Aber du solltest jetzt mal heulen. So. Natürlich kommst du zu mir, ne? Dann würde ich sagen, wir bewegen uns so. Ja, gut. Angriffswert ist gesunken und jetzt kannst du jetzt auch mal angreifen, ne? Bika, bika. Bika, bika. So. Gut. Sollte eh nicht so schwer werden jetzt, weil man weiß ja nie mit sehr effektiven Attacken, ne? Aber natürlich treffe ich jetzt wieder nicht. Schaufler ist jetzt nicht nice. Können wir irgendwo hingehen? Vielleicht so. Boah, bitte weich halt aus, Pikachu.
Bei sowas weicht man normalerweise aus, ne? Schauen wir mal. Ja, Sandwirbel ist blöd, aber es ist halt eine Runde, die er vergeudet damit, ne? Wir können einfach normal weiter angreifen. Ja, solange er nicht wieder Schaufel einsetzt, ist mir das eigentlich schnutzegal. Okay, ich kann mich nicht mehr fortbewegen. Jetzt wäre Schaufler nicht wirklich so toll. Naja, komm. Einfach weiter angreifen. So lautet unsere Devise. Was hast du gerade gemacht? Ja, ich bin jetzt zumindest tot. Oh, aber ich habe eh so einen Mini-Belebersamen. Geil. So. Aber das Viech hat sehr viel KP, wollte ich sagen, ne? Kaum spricht man es an, ist er tot. Ah, der Schatz gehört mir. Wie oft denn noch? Wir sind keine Diebe. Aber du hast doch selbst gesagt, ihr habt es auf die roten Steine abgesehen. Ja schon, aber... Also... Ich glaube, sie sagen die Wahrheit. Wo kommt denn diese Stimme gerade her? War das einer der Rotomorph? Die Rotomorph? Knaxel, ich glaube, diese Kinder sagen die Wahrheit. Bevor sie hierher kamen, hab ich der Kleinen tief in die Augen gesehen. Ich konnte in ihrem Blick... Was? Spuck's aus! Vielleicht irre ich mich auch, aber... Ich konnte in ihrem Blick nichts Böses sehen. Ich glaube auch nicht, dass die beiden Diebe sind. Kinderdiebe? Naja, aber sowas gibt's ja auch. Wir wollten wirklich nur sehen, was in den Tiefen des Bergwerks verborgen liegt. Ich kann nicht lesen und sprechen, aber das wissen wir ja bereits schon. Ich gebe zu, unser Ziel waren die roten Steine. Aber wir dachten, das wären normale Steine. Wir würden dir niemals deine kostbaren Edelsteine wegnehmen, Knaxel. Dann wärt ihr also schon zufrieden, wenn ihr sie nur ansehen könnt? Genau. Sieht so aus, als hätte ich euch zu schnell verurteilt. Tut mir leid, ihr zwei. Es war falsch, euch einfach so anzugreifen. Ist schon gut. Wir sind auch nicht ganz unschuldig. Du bist nicht ganz unschuldig, ne? Hör auf. Wir haben uns trotz Verbot hier reingeschlichen. Endlich gibt es zu. Dann will ich euch mal nicht... will ich nicht mal so sein. Egal, kommt mit. Ich zeige euch, was ich hier hinten drin versteckt halte. Wirklich? Oh. Willst du speichern? Wie oft man hier speichert? Dabei ist ja auch schnurzegal. Was sagt der Timer? Eigentlich sagt der Timer. It's the ending time. Also Leute, das war's für heute. Macht's gut und tschüss.